Spannungsteile aus komplexen Widerständen. Also jetzt kommen die Schaltungen, von denen ich quasi versprochen habe, dass es einfacher wird mit der komplexen Wechselstromrechnung, weil wir jetzt wirklich mehrere Bauteile kombinieren. Und jetzt haben wir ja quasi nur überprüft, ob die komplexe Wechselstromrechnung in den Fällen, die wir uns bereits angesehen haben, eh das Gleiche macht, wie das, was wir uns vorher überlegt haben. Und jetzt kommen wir in einen Bereich, wo wir Sachen machen können, die uns vorher einfach zu schwierig waren. Dazu wiederholen wir den Spannungsteiler. Lange ist es her, dass wir uns den Spannungsteiler angesehen haben. Einfach nur eine Serienschaltung aus zwei Widerständen. Und ich habe dann so eine Mittelabzapfung und ich messe quasi die Spannung hier, wobei ich hier keinen Strom entnehme. Das ist so die Rahmenbedingung, damit die ganze Idee von dem Spannungsteiler funktioniert, dass ich hier keinen Strom entnehme. Weil dann kann ich sagen, der Strom, der hier hineinfließt, der muss gleichermaßen durch R1 und R2. Und weil eben der Strom konstant ist, kann man dann da ein bisschen einsetzen und umformen und kommt dann eben auf diese Wahrheit hier. Man muss sich nur überlegen, der Spannungsabfall an diesem Widerstand und der Spannungsabfall an diesem Widerstand, der ist ja gemeinsam diese Quellspannung hier. Ich werde das mit ein bisschen anderen Bezeichnungen jetzt aufzeichnen. Da habe ich R1, da habe ich R2 und dann nenne ich diesen Spannungsabfall U1 und diesen Spannungsabfall U2. Verzeiht mir das, dass ich jetzt U1 anders definiere. Und da ist U0. Und ab dem Augenblick kann man da jetzt wegzoomen. Da gibt es keine Verwirrung mehr. Und was wir wissen, ist natürlich, dass U0 das gleiche ist wie U1 plus U2. Das wissen wir warum. Wiederholung von den absoluten Basics. Welches Gesetz ist das? Das ist das Kirchhoffsche Spannungsgesetz. Genau. Lang, lang ist es her. Du, was war das erste? Da war der Ralf nicht da, oder? Ja, aber er weiß es. Das heißt, bei ihm ist das Wiederholen noch nicht so lang her quasi. Okay, und dann haben wir Ohmsches Gesetz für diesen Widerstand. Das ist U1 ist R1 mal I und Ohmsches Gesetz für diesen Widerstand. U2 ist R2 mal I. Gut. Und I gibt es eben nur eins, weil wir gesagt haben, wir nehmen da keinen Strom. Das heißt, da gibt es nur genau den einen Strom, der durch beide Widerstände durchfließt. Welches Gesetz ist das? Das ist okay, ich habe Stromgesetz. So, das heißt, das hier kann ich anschreiben als U1 durch R1 ist gleich I ist gleich U2 durch R2. So. Was man auch anders hätte, Lütschung kann auch Gleichungen dividieren und das ist I raus oder was auch immer. Aber ich mache das, wenn man das so umformt auf eine Variable und dann explizit diese eine Variable allein stellt. Gut. Was uns jetzt aber interessiert, ist quasi, wie sich U0 zu U2 verhält. Weil das U2 ist quasi, wie wir es verstehen, unsere Ausgangsspannung und das U0 ist unsere Eingangsspannung. Naja, und dann kann ich das da oben hineinsetzen. Ja. U0 ist gleich, achso, das muss ich noch umformen. Ich versuche gerade zwei Lösungswege gleichzeitig zu rechnen. Und sie machen zwar jeder für sich viel Sinn, aber beide gemeinsam nicht unbedingt. Was willst du denn machen jetzt? Ich würde jetzt die Rechnung, die du unten stehen hast, die R's und U's, die R's rüber multiplizieren oder dividieren. Ja, das war. Und dann hast du einfach U1 zu U2 gleich R1 zu R2. Genau. Glaube ich, das, was du willst, oder? Nein.
Was ich möchte ist, U2 ist gleich U0 mal U2 durch R1 plus R2. Genau, es ist die Formel. Das sind nicht, da ist doch kein 0 drinnen. Ach so, ja, das ist wahr. Weil ich gesagt habe, U2 ist gleich, aber wir wollen nur das Verhältnis zwischen den beiden, zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung machen. Dann müssen wir doch nur umdrehen, oder? U2, durch U0. Wir haben es falsch rum, nicht U1 durch U2, sondern wir hätten U2 durch U1 machen müssen. Nicht noch mehr Lösungswege, die alle auch für sich sicher sicher Sinn machen. Das stimmt gar nicht, was du da hast, oder? Nein, es stimmt schon, ich kann. Das, ja? Was du da herleiten möchtest, das wird nicht spüren, weil das nicht stimmt. So, weil U2. U2 zu R1 gleich R2 zu R1 hast, oder? Sehe ich da irgendwas falsch? Nein, das passt schon. Wieso? Die Summe. Dann ist aber das Skript. Wir haben hier andere 1. Was ist das? Schreibst du, ja, links ist U1. Ja, ja, klar. Da war ich vorher gesagt, entschuldigt, dass ich jetzt neue, weil ja, da quasi U1 ist und dann ja, wollte ich den Spannungsteiler. Machen. Aber genau, und jetzt bin ich erst recht verwirrt, weil wir jetzt nämlich diese U1 und U2 Dinge haben. Also was ich quasi wo ich hin wollte, war, dass ich sage, U2 ist nichts anderes als U0 mal R2 durch R1 plus R2. So. Und das U2 kannst du. Und dann brauche ich das U0 respektive U1 nur auf die linke Seite dirigieren. Dann haben wir, dann haben, also das ist die Form quasi, auf die ich wollte. Ja, dann hast du das genauso darstellen. Jetzt stehen U2 durch ja, U0. Wir können es. Also, wenn das U0 jetzt also, überdividierst, dann hast du U2 durch U0. Und dann steht genau das da, was du da nicht stehen hast. So, was? Das wenn ich. Du musst wieder dein U0 und 1 verwechseln. Das U0 darüber dividierst. Ja, ja, das weiß ich schon. Das weiß ich schon. Die Frage ist, das, was davor kommt. Das war mir schon, das war mir schon klar. Und ich könnte das jetzt endlich erreichen. Indem ich zum Beispiel die da einsetze, dann hätte ich U0 ist gleich und dann könnte ich sagen, ich weiß, aber wenn eine Serienschaltung funktioniert, habe ich auch ein Problem. Dann habe ich das, was ich zeigen möchte, bewiesen mit dem, was ich zeigen möchte. Dann kann ich irgendwie sagen, das I kann ich ersetzen durch U0 durch R1 plus R2. Das ist das da und dann formt sich das sofort was um. Dann baue ich aber diese Stelle nicht. Und ich kann mich erinnern, dass ich in der Vorbereitung zu heute Abend diesen Ansatz gewählt habe, aber ich stehe jetzt gerade an, wie ich quasi von dem dorthin gekommen ist, aber wir können zum Beispiel einfach das machen. Ich sage, das kommt da rein und das kommt da rein. Na, du kannst den Gesamtwiderstand betrachten. Und dann habe ich eben hier I ist gleich U0 durch R1 plus R2. Genau. Das und wenn du das gleich genau setzt, dann hast und dann du kann ich das mit dem I substituieren, dass ich da noch drin habe und rausholen kann. Und du kannst es in die Gleichung unten einsetzen, wo du hast U2 zu R2 ist gleich U0 zu R1 plus R2. Und dann kannst du es rüber multiplizieren und passen. Genau, genau. Okay, aber wir sind eh nicht mehr so viele Leute da und die Nase sind auf einer Seite. Okay. Also damit wäre jetzt irgendwie nicht. Ja, lass uns das wegmachen. So. Also, wir haben jetzt ein bisschen chaotisch, aber doch den Spannungsteiler wiederholt. Jedenfalls wissen wir, dass für den Spannungsteiler das hier gilt. Das ist quasi die universelle Formel für den Spannungsteiler. Und auf die bauen wir jetzt auf, wenn wir versuchen, ein Netzwerk in dieser Form hier zu lösen. Also wir machen jetzt was Gleiche, wir haben jetzt nicht mehr einen Spannungsteiler zwischen zwei Widerständen, sondern einen Spannungsteiler zwischen einem Widerstand und einem Kondensator. Und
Wir wissen, die Impedanz von einem Widerstand berechnen ist einfach. Das ist einfach gleich R. Dann ist dieser reelle Widerstand gleichzeitig die Impedanz von einem Bauteil. Die Impedanz von einem Kondensator berechnen, da verwenden wir die Formel, die wir im letzten Block auswendig gelernt haben, und sagen einfach Z2 ist 1 durch Omega C0. Und dann nehmen wir die gleiche Formel wie vorher, aber schreiben jetzt nicht R1 und R2, sondern Z1 und Z2, weil wir jetzt mit komplexen Werten arbeiten, und setzen das ein. Also wir wissen, das Verhältnis von Ausgangsspannung zur eigenen Spannung ist das Verhältnis von diesem Widerstand zu der seriellen Schaltung von den beiden Widerständen, also Z2 durch Z1 plus Z2. Dann setzen wir ein, was wir von den Zs wissen, das ist jeweils Z2, das ist Z1. Und dann machen wir halt die Umformung, die man normalerweise so macht, damit das Ding irgendwie gemütlicher wird, und bringen das da auf einen gemeinsamen Nenner und kürzen dann raus. Und dann kommen wir am Schluss zu dieser Formel hier. Das ist jetzt quasi unsere Formel für diese Art, für genau diese Art von Schaltung. Und ich kann jetzt in diese Formel unterschiedliche Omegas einsetzen und dann weiß ich, wie verhält sich Eingangsspannung zur Ausgangsspannung bei unterschiedlichen Frequenzen. Weil das hier ist jetzt kein Widerstand mehr, sondern das ist das Verhältnis zwischen Eingangsspannung und Ausgangsspannung. Also wenn das hier, diese komplexe Zahl hier, den Betrag 0,5 hat, dann wissen wir, die Ausgangsspannung ist nur noch die Hälfte von der Eingangsspannung. Wenn das hier ein Argument von, weiß ich nicht, 45 Grad hat, dann heißt das, die Ausgangsspannung ist 11 der Eingangsspannung um 45 Grad voraus. So. Genau, oder anders geschrieben, wir haben vorher gehabt, U2 durch U1 ist gleich 1 durch, und jetzt haben wir einfach das U1 auf der anderen Seite geholt, das heißt, wir wissen, die Ausgangsspannung kann ich berechnen als diese Eingangsspannung durch dieses Ding. So, und um ein besseres Verständnis von dieser Schaltung zu bekommen, was ist denn das für eine Schaltung? Wie nennen wir denn so eine Schaltung? Das haben wir das letzte Mal gemacht. Wie heißt so eine Schaltung, so eine RC-Schaltung? Was? Das ist da oben stehen? Ja, genau, das ist ein RC-Schaltung. Ich hätte es so machen müssen. Genau. Also das ist eben ein Tiefpassfilter, ein RC-Tiefpassfilter. Das heißt, wir erwarten, dass bei hohen Frequenzen die Eingangsspannung, also die Ausgangsspannung gegen Null geht. Wenn ich mit hohen Frequenzen da hineingehe, dann sollte ich am Ausgang irgendwann nichts mehr sehen. Während bei tiefen Frequenzen, Tiefpass, sollte die Eingangsspannung ziemlich 1 zu 1 zur Ausgangsspannung gehen. Okay, und dieser Wert hier, der beschreibt eben jetzt das Verhältnis von Eingangsspannung zur Außenspannung, aber als komplexe Zahl, das heißt nicht nur, wie sich die Eingangsamplitude zu der Ausgangsamplitude verhält, sondern auch, wie sich die Eingangsphase zur Ausgangsphase verhält. Das Ausgangssignal, das irgendwie vorauseilt oder nacheilt. Und dazu schauen wir uns, um herauszufinden, ob das hier richtig funktioniert, schauen wir uns die Ortskurve an von diesem Nenner. Das heißt, wir setzen quasi für Omega RC unterschiedliche Werte ein. Und wenn dieser Wert von Omega RC steigt, kann das entweder heißen, ich habe eine höhere Frequenz, oder ich habe ein höheres R, oder ich habe ein höheres C. Aber nachdem wir gesagt haben, Tiefpass, wir schauen uns mal den Frequenzgang an, kann man quasi sagen, R und C ist vielleicht konstant, und mit dem R gehen wir hin zu einem immer größeren Wert. Aber wir haben einfach Omega RCJ plus 1. Das heißt, wir haben je nachdem, was Omega RC ist, haben wir einen größer werdenden imaginären Anteil. Und der Realanteil ist immer 1. Was heißt das für Gleichstrom? Was heißt das für Omega gleich 0? Keine Frequenz, wir haben Gleichstrom. Das ist das Pfeilchen. Genau, das ist dieses Pfeilchen hier. Das heißt, wir haben 1. Das heißt, das Verhältnis von Eingangsspannung zur Ausgangsspannung
ist 1. Weil wir dann hier haben 1 durch 1. 1 durch 1 ist 1. Und das macht doch Sinn, wenn wir Gleichspannung haben, dann werden wir irgendwann diesen Kondensator einfach auf die Eingangsspannung geladen haben. Und jetzt können wir diese Eingangsspannung nehmen, mit 1 multiplizieren, wir haben die Ausgangsspannung, das ist das gleiche Potenzial. Weil der ja zur Unterbrechung wird für Gleichspannung. Wenn wir jetzt das Omega RC schrittweise erhöhen, dann kommen wir, Realanteil bleibt 1, aber wir kommen hier zu immer größer werdenden Werten und drehen immer mehr in der Phase. Also wenn das jetzt ein extrem großer Wert ist, das Omega RC, was heißt das für diesen Pfeil, wie schaut der aus? Wird dann fast senkrecht. Genau, also ein unendlich großer senkrechter Pfeil. Der wäre quasi hier das plus 1, das wird man gar nicht mehr sehen, wenn man das hier lokal bei den kleinen Zahlenwerten anschaut, weil einfach nur ein Pfeil ist, der irgendwie extrem weit raufragt, hier ganz steil. So, wir haben hier aber 1 durch diese extrem große Zahl. Das heißt, dieses Gesamtding, das geht im Wesentlichen Richtung 0. Sprich, wenn wir extrem große Frequenzen haben, nehme ich das Eingangssignal, multipliziere es mit 0 und kriege das Ausgangssignal. Das heißt, das Ausgangssignal für extrem große Frequenzen ist 0, die sind einfach weg. Und das ist auch der Grund, warum man das eben einen Tiefpass nennt, weil die hohen Frequenzen, die kommen da halt nicht durch, die kann ich reinschicken, aber dann multipliziere ich es mit 0 und dann bleibt halt nichts übrig. In dem Bereich dazwischen sehen wir mit steigender Frequenz, wird der Betrag von dieser Zahl immer größer, das heißt, wir erwarten mit steigender Frequenz immer kleiner werden das Ausgangssignal. Und gleichzeitig, hier ist die Phasenlage 0, weil das größer wird, aber das, was wir uns hier anschauen, in dem Nenner steht. Ja, das war vorher auch schon so, man hat dann locker ein paar Ebenen von 1 durch. Wird das schwierig mit der Richtung. Aber wenn wir quasi hier immer größere Omega RCs einsetzen, wird das betragsmäßig größer. Das heißt, das Verhältnis von Eingangsspannung zur Ausgangsspannung wird betragsmäßig kleiner. Aber wir fangen hier mal an mit einer Phasenlage mit einem Winkel von 0 und gehen dann hier sukzessive zu immer größeren Winkeln über. Das heißt, während wir das Signal schrittweise bedämpfen, drehen wir es auch schrittweise in der Phase. Was ist denn das Maximale, um das wir ein Signal in der Phase drehen können mit so einem RC? Ja, quasi 90 Grad. Ne? Quasi 90 Grad, genau. Wenn ich ein Signal um 100 Grad in der Phase drehen möchte, dorthin komme ich nicht. Weil ich nähere mich quasi immer weiter der positiven imaginären Achse, aber ich erreiche sie nie. Das heißt, auch das 90 Grad ist quasi nur was asymptotisch für mich erreichbar ist. Und auf der anderen Seite, dort komme ich nicht hin. Möchte ich also ein Signal um mehr als 90 Grad in der Phase drehen, was muss ich machen? Was wäre eine Möglichkeit? Eine negative Widerstand einbauen. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Aber besser funktioniert mehrere RC-Filter hintereinander. Dann kann ich mit dem ersten um 60 Grad drehen und dann mit dem zweiten noch einmal um 60 Grad und dann bin ich schon auf 120 Grad. Also mit mehreren Filtern hintereinander kann man eben in der Phase mehr drehen. Und das ist, selbst wenn man versucht quasi unter 90 Grad zu bleiben. Wenn ich versuche 90 Grad Phasendrehung zu erreichen, dann komme ich nicht hin, da habe ich mein gesamtes Signal weggefiltert und ich bin noch immer nicht auf 90 Grad. Wenn ich aber sage, okay, ich versuche um 45 Grad zu drehen und dann noch einmal um 45 Grad, dann bedämpfe ich auch nicht so stark. Also das kann man sich überlegen, wenn man mit mehreren Filtern den gewünschten Effekt erreicht. Und so anschaulich scheint diese Formel, die wir uns berechnet haben, für den RC-Filter hinzukommen. Die macht das, was wir uns von einem RC-Filter, von einem RC-Tiefpassfilter erwarten, wie wir an dieser Ortskurve hier sehen. Was wir jetzt machen können, wir haben ja unterschiedliche Werte von Omega. Da habe ich mir gesagt, na gut, dann probiert man einen aus und dann den anderen und so weiter und so fort. Aber man kann natürlich
diese Dinge als Funktion von Omega zeichnen oder von f in dem Fall zeichnen, dass ich einfach sage, okay, wie schaut denn das Verhältnis von Eingangsspannung zu Ausgangsspannung aus bei diesem R, bei diesem C, und dann trage ich die unterschiedlichen Frequenzen auf. Und wir sehen hier ganz links, das ist offen bei 1, wo die Frequenz 0 ist, da ist die Eingangsspannung und die Ausgangsspannung gleich. Wenn ich jetzt versuche, die Frequenz schrittweise zu erhöhen, dann erhöhe ich diesen Term hier und das Verhältnis von Ausgang zu Eingang wird halt immer kleiner und kleiner. Also wir sehen, dass wir hier bei steigender Frequenz schrittweise bedämpfen. Dann gibt es hier den magischen Punkt, den wir Grenzfrequenz nennen, wo die Dämpfung genau 1 durch Wurzel 2 beträgt. Das schauen wir uns nachher noch kurz an. Und wenn wir dann mit der Frequenz weiter rauf und rauf und rauf gehen, dann flacht das irgendwann hier auch wieder ab, weil wir eigentlich in den negativen Bereich gehen können, sondern wir versuchen uns dann quasi hier asymptotisch den Null zu nähern, wo einfach nichts mehr von dem Ausgangssignal gibt. Also dieses Diagramm hier links zeigt uns, wie das die Amplitude des Ausgangssignals zur Amplitude des Eingangssignals verhält bei unterschiedlichen Frequenzen. Und wenn ich da jetzt noch eine sinnvolle Skala drin hätte für konkrete Bauteilwerte, kann ich dann hier ablesen und sagen, okay, bei dem R, bei dem C habe ich da so ein Bode-Diagramm ausgerechnet und dann kann ich sehen, bei der Frequenz kriege ich die Dämpfung. Aber die Dämpfung ist natürlich nur das Halbe, weil wir haben eben auch die Phasendrehung drin. Und wir haben hier den Betrag, das heißt, wir haben eben hier die Phasendrehung nicht, sondern wir sehen nur, wie sich betragsmäßig Eingangsamplitude und Ausgangsamplitude verhalten. Und da zeichne ich ein zweites Diagramm, was von dem gleichen Wert ein Argument wiedergibt. Hier haben wir den Betrag, da haben wir Argument. Und da sehen wir, wenn wir kleine Frequenzen haben, die wir hineinschicken, dann gibt es kaum eine Phasendrehung. Und dann gibt es irgendwann einen Bereich, wo die Phase sich anfängt zu drehen und dann hört sie auch wieder auf, sich zu drehen. Also das hier werden die 90 Grad, die wir schrittweise und denen wir uns schrittweise nähern, aber die wir nie wirklich erreichen. Und dort, wo diese Grenzfrequenz ist, dort haben wir genau um 45 Grad gedreht. Also so wird diese Grenzfrequenz definiert, nicht darüber, dass die Amplitude einen speziellen Wert erreicht, sondern darüber, dass die Phasendrehung einen speziellen Wert erreicht, weil es hier nämlich quasi einen Punkt gibt, der wirklich schön ausgezeichnet ist, dass es die Hälfte der Phasendrehung überhaupt möglich ist. Und wenn man das halt dann durchrechnet, dann kommt man drauf, da dämpfe ich um genau 1 durch Wurzel 2. Gibt es eigentlich Möglichkeiten, Schaltungen zu machen, die dämpfen, also die filtern, aber nicht Phasen drehen? Nämlich auch für keine Frequenz Phasen drehen. Weil das Problem ist ja, das ist ja nicht konstant für die Frequenz. Ja, also man kann solche Schaltungen bauen, die zumindest für einen interessanten Bereich so gut wie keine Phasendrehung haben, und man kann auch Schaltungen bauen, die weder verdämpfen noch verstärken, aber einfach nur unterschiedliche Frequenzen unterschiedlich in der Phase drehen. Also das gibt beides. Ja, man kann, wenn man eins hat, kann man halt andere draus machen. Ja, man kann ja auch so nette Dinge machen, wie sogar die Frequenz vervielfachen und so. Ja. Aber für die meisten Filter hat man genauso eine Charakteristik, dass man irgendwie schrittweise bedämpft und dass man gleichzeitig in der Phase dreht. Erst wenn man dann kompliziertere Schaltungen macht, in denen man letztendlich mehrere Filter miteinander so kombiniert, dass sich Effekte gegenseitig kompensieren, kommt man dann eben dorthin, dass man zum Beispiel nur bedämpft, ohne im interessanten Frequenzband Phase zu drehen und so weiter. Gut, also das sind die Bode-Diagramme und das sind wahrscheinlich die wichtigsten Diagramme, wenn man so Frequenzgänge sich anschaut. Das heißt, wenn ich mit der komplexen Wechselstromrechnung irgendwas mache, dann ist mein Ziel in der Regel, dass ich irgend so eine Formel bekomme, bei der die Frequenz noch eine Variable ist, sodass ich diese Formel dann in ein Programm hineinwerfen kann, mit dem ich Funktionsgraphen plotten kann, und dann kann ich eben sehen, wie verhält sich die Schaltung über die Frequenz, sowohl was die Phase angeht, als auch was die Dämpfung angeht. So,
So, zu dieser Dämpfung von Wurzel 2, das dann bei der Grenzfrequenz, das auf 1 durch Wurzel 2 runtergeht, gibt es jetzt noch eine Anmerkung zu den Dezibel, dass nämlich diese eine Dämpfung von Wurzel 2 in der Amplitude, also nicht in der Leistung, entspricht 3 dB. Und das hört man sehr oft, als ob das quasi exakt 3 dB wäre, und das ist eine ausgetüftelte Eigenschaft der Art und Weise, wie dB definiert ist, dass es genau 3 ist, aber das ist nicht der Fall, sondern die Dämpfung ist halt, wenn man es genau ausrechnet, 3,0103 dB, und das ist halt fast 3 dB zufällig. Das heißt, wenn man dann in irgendwelchen Lehrbüchern liest, dass bei der Grenzfrequenz die Dämpfung 3 dB beträgt, aber steht nirgends dabei, warum jetzt irgendwie 3 dB eine besondere Zahl ist. Das ist ein einfacher Grund, dass 3 dB keine besondere Zahl ist. Sondern es geht sich halt in dem Fall zufällig aus, dass man das sehr schön auf eine ganze Zahl runden kann, und der Fehler ist immer noch viel kleiner als die Bauteiltoleranz, die man in Schaltungen üblicherweise sind. Und damit kann man für alle praktischen Belange sagen, bei der Grenzfrequenz habe ich eine 3 dB Dämpfung. Okay. So. Wir sollen uns die Grenzfrequenz ausrechnen bei einem RC mit einem Kiloohm und einem Mikrofarad. Wie machen wir das? So. Also dieser Term hier, das ist quasi die Übertragungsfunktion von der Schaltung, das ist das Verhältnis von Eingang zu Ausgang. Schreibe vielleicht hin U out so, durch U in. Ist gleich. Du hast jetzt Spannungsdezibel genommen da, gell? Wegen der 20. Die Wurzel, nicht Spannungs, es gibt keine Spannungsdezibel. Aber die Wurzel 2 bezieht sich auf die Spannung. Und Dezibel bezieht sich immer auf Leistung. Ja, aber weil du es mal 2 genommen hast. Und ja. Bei Leistungsdezibel ist es 10. Ja, genau. Aber weil das ja eine Spannung ist, aber Dezibel sich immer auf die Leistung bezieht und die Leistung quadratisch zur Spannung sich verhält, an einem ohmschen Widerstand, muss ich quasi, wenn ich Spannungswerte habe, ich kann sie entweder hier drinnen quadrieren. Ich kenne es viel einfacher. Wenn du den Log zur Basis 10 mal Log 10 von 2 nimmst, dann kommt dasselbe raus. Ne? So was. 10 mal Log 10 von 2 ist logischerweise dasselbe Ding. Ja, aber da sieht man nicht mehr warum. Ich behaupte, da sieht man viel besser. Warum? Weil ich viel mehr gewohnt bin, 10 mal Leistungsdezibel zu rechnen. Ja, aber wir haben, also diese Dämpfung hier, die geben wir eben an in Spannung. Ja. Und da habe ich eben meine Wurzel 2, also möchte ich quasi da wieder meine Wurzel 2 haben. Okay. Und ich kann natürlich hier hinschreiben, Wurzel 2 Quadrat. Genau. Und dann hier einen Zehner. Aber, ja. Also was man oft hört, ist diese Satz halt irgendwie 10 dB entspricht einer Verzehnfachung, außer der Spannung, das ist eine Verzwanzigfachung. Dann ist 20 dB eine also Verzehnfachung. Ja. Aber das ist natürlich unsinnig, weil dB immer sich auf die Leistung bezieht. Und wenn ich halt zufällig eine Spannung oder einen Strom habe, da muss ich halt wissen, dass ich Leistung quadratisch zur Spannung fällt und Leistung quadratisch an einem ohmschen Widerstand. Und von daher kommt das dann, dass ich hier entweder 20 habe oder da drinnen ein Quadrat. Ja. Aber ab dem Augenblick, wo ich etwa 10 mal log 10 von 2 schreibe, sieht man meiner Meinung nach nicht mehr, was das damit zu tun hat, dass wir damit der Wurzel 2 bedenken. Ja. Okay. Aber eben die magischen 3 dB sind meistens halbe Leistung. Oder ja. Doppelte Leistung. Ja. Das ist auch halbe Leistung. Ja.
Das Ding mit was ihr... 1 plus J gleichsetzen. Lass uns mal aufschreiben. Ist das nicht die Frage von vorhin gewesen? Nein, ich habe noch keine Frage gestellt, weil wir dann auf den DBs uns irgendwie eingeschossen haben. Also das ist der Term Ausgang zu Eingang. Wir wollen die Grenzfrequenz wissen. FE ist Fragezeichen. So, wir wissen, dass bei der Grenzfrequenz zwei Dinge sind. Wir wissen, der Betrag von U-Out zu U-In ist 1 durch Wurzel 2. Und wir wissen, das Argument von U-Out zu U-In ist minus 45 Grad. So, und ohne zu rechnen, können wir uns jetzt quasi überlegen, welchen Wert dieser Term hier haben muss, damit diese Bedingungen hier erfüllt sind. So. Und es reicht eins davon. Also es gibt quasi nur einen Punkt, wo das die Dämpfung ist. Und das, also wenn ich quasi einen der beiden gelöst habe, dann weiß ich automatisch, dass es im anderen Fall auch erfüllt. Welcher Fall ist denn einfach? Ich glaube, der mit der Wurzel 2. Du glaubst, der mit der Wurzel 2? Ich glaube, der zweite. Und zwar deswegen, weil wir da ein Quadrat haben, von dem wir die Diagonale nehmen. Ja. Ich glaube, der zweite, weil dann die Winkel. Ich glaube, also ich bin eigentlich ein Fan von der zweiten. Weil wenn diese komplexe Zahl hier, also wenn die gesamte komplexe Zahl und der Winkel minus 45 Grad steht und aufgrund der Art und Weise die Division von komplexen Zahlen funktioniert, und dann 1 durch, heißt das, diese komplexe Zahl hier muss unter einem Winkel von 45 Grad stehen. Aber wenn ich hier den 1er gegeben habe, wie viel J brauche ich, damit ich auf 45 Grad komme? Da muss 1 durch Wurzel 2 J stehen, damit das 45 Grad ergibt. Wurzel 2, 1. Genau, J muss überbleiben. Wenn ich hier 1 habe und da J, wir wissen quasi schon, wir bewegen uns auf dieser Achse und wir wollen dann hier 45 Grad haben, dann brauche ich ja auch hier den gleichen Wert. Dann haben wir hier 1 und da haben wir dann 1 J und dann ist das hier 45 Grad. Das heißt, ja, meine Behauptung war jetzt, wenn du ein Quadrat hast und die Diagonale berechnest, dann ist das mit der Wurzel 2. Kommst du auf die Wurzel 2. Aber ich wollte eben gerade ganz bewusst nicht mit, wir rechnen es uns aus und setzen was gleich, sondern wir überlegen uns quasi anschaulich an diesen Dingen und dann komme ich eben drauf, Omega RC muss den Zahlenwert 1 haben, damit diese Bedingung erfüllt ist. Gut, also. Jetzt können wir anfangen zu rechnen. Omega RC ist gleich 1. Gut. R kennen wir. Das heißt, wir haben jetzt hier Omega mal 10 hoch 3. Das heißt, die Ohms hinschreiben. Ohms. mal 10 hoch minus 6 Farad ist gleich 1. Gut, kann man auf der anderen Seite holen. Omega ist gleich 1 durch, und das sind jetzt hier 10 hoch minus 3 Ohm Farad, was immer das ist. 1 durch Ohm Farad. 1 durch Ohm Farad. Auch bekannt als Herz. Ganz klar. Entweder das oder es stimmt nicht. Aber wir glauben das jetzt. Genau, wir glauben, es stimmt. Wir wissen jetzt aber, dass Omega ja nichts anderes ist als 2πf. Das heißt, wenn wir jetzt Fe haben wollen, dann ist das Omega durch 2π. Das heißt, wir haben dann hier
Jetzt kommt der Taschenrechner. Ja, 1000 durch 2 Pi. Eben. 1000 Sechstel ungefähr. Achso, 1000 durch 2 Pi. Mhm. Naja, dann sind wir das in 1,6 Liter. Ja, also 160 Hertz wird das dann sein. So, schauen wir mal, was rauskommt. 1 durch so 1e minus 3 haben wir da. Das ist minus 2, ja. Minus 4. Da wischt die richtige Taste, nicht? So, mal 2 mal Pi. Na? Ja, das heißt nur mehr. So. Aber irgendwie, ach so, ich bin ein Idiot. So weiß ich nicht, dass Pi die Konstante ist, sondern ich glaube, das ist irgendeine andere Variable namens Pi. Gut, also 160 jetzt. Gut. Haben wir dieses Rätsel gelöst, was die Grenzfrequenz ist. Gut. Und da können wir jetzt auch ein Bode-Diagramm zeichnen. Im Grunde brauchen wir nur genau diese Funktion nehmen, die wir da gehabt haben, und dann einsetzen. Ich glaube, der Knoblauch zum Beispiel kann das auch ganz gut. Machen wir da mal Knoblauch. Das ist die Frage. Das scheint zu gehen. Ja, jetzt habe ich ein I. wir wollen von 0 bis, was steht denn da? 2 Pi, oder? Naja, bis 1 Kilohertz oder so, nicht? Das machen. Also 1000. So, 1 durch. Und dann haben wir. Das Omega heißt jetzt x, weil der Knoblauch die Variable immer x heißt. X mal R war 1e3, das war 1e minus 6, mal i plus 1. Und von dem Ganzen, kann man schreiben a? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es gibt jetzt eine a-Funktion mit dem Knoblauch. Ah, das ist doch das Omega. Und da fehlt natürlich noch ein 2 Pi. 2 mal Pi. Perfekt. Und 0,7 ungefähr ist 1 durch. Das sind die 160. Das steht 100. Hm. 0,70 irgendwas ist es. Da steht 104. Warum steht da 104? Das ist nicht gut. Ah, weil das Realanteil ist und nicht der Betrag. Natürlich. Abs. Also Betrag. Ja, das ist viel besser. Gut, also das scheint zuzutreffen. Und jetzt können wir uns noch anschauen, den Fall, dass der Arc steht. Dann haben wir quasi das, wie die Phase durchwandert. Okay. Null Komma sieben neun, die Frequenz ist noch nicht so weit. Ich
Nein, es schaut nicht so schlecht aus, weil es nähert sich offenbar asymptotisch den 90 Grad hier. Warum ich das jetzt nicht genau erwischt habe. Durch 4,078. Okay, also das. Ich glaube, das liegt beim Knotlaut immer ein bisschen dran, dass der die Linie dann nur nach oben macht. Ja, ja. Es ist auch nicht so leicht, damit den richtigen Punkt zu treffen, aber das schaut schon ganz gut aus. Okay, also wir hätten das gemacht, wir hätten diese Dinge gezeichnet, das funktioniert offenbar alles. Was ich jetzt quasi als Übung offen lasse, ist das gleiche nochmal im Schaltungssimulator zu machen, dass man einfach so ein RC macht und dann AC-Simulation anklickt und dann genau diese Schaltung mit diesen Werten durchsimuliert und schaut, kommt man auf die gleichen Diagramme. Man sollte auf die gleichen Diagramme kommen, weil nämlich der Schaltungssimulator die gleichen Formen verwendet. Also, gut. Dann haben wir hier eine Diskussion, wie schaut das Bode-Diagramm aus, wenn ich einen RC-Hochpassfilter habe und nicht einen RC-Tiefpassfilter. Das sind jetzt die Bode-Diagramme für den Tiefpassfilter. Wie schauen die Bode-Diagramme aus für den Ja, bei Gleichstrom ist es 0. Also bei Gleichstrom fangen wir hier unten quasi an. Also, was man sich einfach überlegen kann, ist, wenn ich diese Schaltung habe, die Spannung, die ich hier quasi anlege, die teilt sich gleichmäßig auf die Spannung, die am unteren Bauteil abfällt und die Spannung, die am oberen Bauteil abfällt. Und darum komme ich auf so ein 1 minus diesen anderen Ausdruck, weil halt immer das von der Eingangsspannung, was nicht hier abfällt, muss zwangsläufig hier abfallen, damit sich das wieder ausgeht mit der Eingangsspannung. Also ab dem Augenblick, wo ich mal so ein Bode-Diagramm gezeichnet habe, für einen Hochpassfilter, kann ich mir quasi hier dieses Diagramm anschauen und mir überlegen, okay, da habe ich hier meine 1-Linie. Und das, was quasi weggeht, das, was ich im Ausgang kommen würde, hätte ich ein Tiefpassfilter. Gut. So, das lassen wir dann für später über. Einen LR-Tiefpassfilter. Und dann Formel überprüfen, wenn die Einheiten gleichen und so aufstellt, lasse ich es auch für über, weil wir schon ein bisschen länger unterwegs sind als sonst. Das heißt, wir machen mal das Experiment, was ich hier aufgebaut habe. Und dazu brauche ich ein Kamerakind. Wer möchte mein Kamerakind sein? Also ich habe hier eine kleine Schaltung aufgebaut, vielleicht magst du dir mal zeigen. Und nachdem ich die letzten Male mit Breadboard aufbaut und immer so eingefahren bin, habe ich die einfach zusammengelötet, damit sie ja funktionieren. Versorgt wird die über die 5 Volt, die aus dem USB von dem Ostsee hinauskommen. Also wenn man da schaut, da habe ich hier ein USB-Kabel und das geht in meine Schaltung hinein. Nein, ich schaue nur wegen mehr Licht, aber dann nimmt der Tool so viel weg, das ist auch nichts. So. Gut, am Auszugbild sehen wir jetzt hier zwei, ich weiß nicht, warum diese Striche da sind. Ich kann vielleicht probieren. So, das ist so besser. Aber du musst schon scharf stellen. Ja, okay. So, also am Auszug sehen wir jetzt hier zwei Linien. Das eine ist gelbe, das ist das Ausgangssignal von einem Oszillator, der da drauf ist, der bei 1,6 kHz operiert. Das heißt, wir haben ein Omega von 10 Kiloradianten pro Sekunde. Und die blaue Linie ist die nach einem RC-Filter. Und der RC-Filter, den habe ich so aufgebaut, das R ist 10 Kiloohm und das C ist 10 Nanofarad. Also der hat
genau bei Omega ist 10 Kiloradianten pro Sekunde, seine Grenzfrequenz. Das heißt, wir sehen jetzt auf dem Oszill hier genau ein Sinusausgangssignal, das gelbe, und dann durch einen Tiefpassfilter bei der Grenzfrequenz das neue Signal. Und jetzt werden wir ein bisschen messen. Und sagen, ich nehme die Amplitude von dem gelben, die Amplitude von dem blauen und den Phasenversatz. Und wenn man dann hier unten abliest, dorthin, kann es auch näher rangehen. Aber scharf stimmt. So, sieht man, die Amplitude von dem Eingangssignal ist jetzt genau 2 Volt und die von dem Ausgangssignal ist in der Größenordnung von, was ist das, 1,46 und wir würden uns erwarten 1,4, weil das das 2 mal 0,7 ist. Genau. Also es ist in der Größenordnung von dem, was wir erwarten würden für die Grenzfrequenz, bis auf die letzte Ziffer, wenn man da oben schaut, die Wellenformen, die... Ich hätte das ruhig stehen lassen können. Ich zeige Ihnen mal aus. Die sind da auch etwas breiter. Also das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie eine dünne Haarlinie ist, die genau passt. Und die Bauteile haben auch einen gewissen Schwankungen. Und hier unten haben wir noch den Phasenversatz, den ich auch messe. Und da kann er sich nicht entscheiden, ob das jetzt 40 ist, 38, vorher war es genau 45. Das war vorher viel hübscher. Da hat das genau dem entsprochen, was es sein soll. Aber wir sehen, es ist irgendwie... in etwa in der Größenordnung von den 45 Grad, die wir erwarten würden für so einen Filter. Wenn wir genau schauen, sehen wir, dass die gelbe Linie ein bisschen asymmetrisch ist, was die Flankensteilheit auf der einen oder auf der anderen Seite angeht. Und das sehen wir aber nicht an der blauen Linie. Und das liegt daran, dass diese Asymmetrie aufgrund von Oberwellen da ist. Dass das Signal halt nicht nur diesen einen Sinusanteil hat, sondern auch noch Oberwellen. Was halt automatisch passiert bei der Art und Weise, wie ich das mit einem Oszillator das Signal erzeuge. Aber wenn ich das dann filtere und die eigentliche Grundfrequenz ist schon genau die Grenzfrequenz von meinem Filter, dann sind natürlich die Oberwellen viel, viel, viel stärker bedämpft. Und so kommt das dann, dass eben das blaue Signal ein wirklich sehr guter Sinus ist, während das gelbe Signal eben wie ein Sinus mit ein bisschen was dazu ist. Also da sehen wir jetzt eigentlich alle Eigenschaften. Wir sehen den Phasenversatz, der 45 Grad entspricht, wir sehen die Dämpfung, die in der Größenordnung von 1 durch Wurzel 2 ist, und wir sehen, dass die Oberwellen noch stärker bedämpft werden. Dass wenn ich da mal die zweite, zweifache, dreifache, vierfache des Eingangsfrequenz nehme, da bleibt eigentlich kaum was übrig, sodass das Außensignal ein wirklich schöner Sinus ist, während dem Eingangssignal irgendwie die Flankensteilheit nicht ganz gleich ist. Okay. Vielleicht misst ihr noch die Frequenz? Natürlich. Vielleicht hat die sich ein bisschen verstellt. Das würde erklären, warum dann der Filter... Die Frequenz ist 1,602 kHz. Das Problem wird eher sein, also erstens habe ich die Schaltung nicht gewaschen und No Clean Flux heißt nicht unbedingt wirklich No Clean. Und dann kann es gut sein, dass die Kondensatoren drauf da vielleicht ein bisschen rauf und runter schwanken. Mit Wärme und so weiter, genau. Aber jetzt ist wahrscheinlich doch vielleicht ein bisschen kühler. Also wie ich es vorher eingeschaltet habe, war es zufällig genau spot on. Wie ich es aber gestern daheim aufgebaut habe, war ich auch bei 40 Grad statt 45 und so. Also ich habe mich vorher gerade gefreut, juhu, jetzt passt es genau. Und jetzt ist die Schaltung offenbar aufgewärmt und jetzt...